Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute einen neuen Bausatz aus dem Hause Eduard für euch. Und zwar handelt es sich um die BF110 in der Limited Edition Adlertag. Ich habe die Box jetzt mal eben so waagerecht auf den Tisch gepackt. Das Boxart könnt ihr dann noch erkennen, weil es ist so hochkant im Karton. Aber wunderschön, wir haben hier zwei Versionen der Messerschmitt BF110 und hier vorne haben wir noch ein Original Schwarz-Weiß-Foto und den Schriftzug Adlertag. Ja, aus dem Hause Eduard erschienen ist der Spritzling das erste Mal 2007. Also die Spritzlinge selber von der 110 sind somit 13 Jahre alt und ja, die gucken wir uns natürlich gleich an. Also die Box, die ist gut gefüllt, auch mit Zubehör. Ihr könnt also gespannt sein. Und hier haben wir auf der Seite die Versionen, die wir bauen können. Insgesamt sind es 12 Versionen, die man bauen kann. Als Dackelbauch, als Aufklärer, als Jäger, mit Bomben, ohne Bomben, mit Bordkanone, ohne Bordkanone. Ja, reichlich gefüllt. Ich mache hier mal kurz auf, den schauen wir hier mal rein. Ihr seht, gut voll die Box. Was gibt es sonst noch? Das Modell ist im Maßstab 1 zu 48. Wir haben hier die BF110 C und D, Battle of Britain. Und es ist eine Limited Edition, wie eben schon gesagt. Und der Bausatz hört auf die Nummer 11, 14 und 5. Ja, ansonsten haben wir hier nur einen Barcode und... Na, jetzt fliegt hier meine Lampe ein bisschen, entschuldige ich mich für, aber ich denke, das wird gehen. Und hier haben wir noch eine Beschreibung zum Inhalt. Wir haben einen Messerschmitt BF110 im Maßstab 1,48 und wir haben Foto-Ads-Teile, bedruckte Foto-Ads-Teile enthalten. Wir haben eine Maske für die Kanzel dabei. Wir haben Decals für 12 Optionen, haben wir auf der anderen Seite gesehen. Wir haben eine Resin 120, Quatsch, eine Resin 30 mm Kanone dabei und es sind Figuren dabei, Luftwaffenpersonal. Auch in 1 zu 48. So, ja. Große Box. Ja, ihr habt ja gesehen, prall gefüllt. Und jetzt gucken wir uns mal die Spritzlinge an. Die packe ich eben aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Inhalt der Tüte des Kartons besteht aus zwei großen Beuteln mit Gießästen, einer Anleitung im Hochglanzformat, da gehen wir gleich nochmal im Speziellen drauf ein. Dann haben wir einen kleinen separaten verpackten Beutel mit Klarteilen, ne, zwei Klarteile, ein Beutel mit den Resinteilen, einmal die fotogetzten Teile, ein Beutel mit den Masken und zweimal die Dickelbögen oder zwei Beutel mit Dickelbögen. So, ja, und den Inhalt der Beutel, den gucken wir uns natürlich jetzt im Detail an. Ja, ich habe hier einmal Rumpfhälften, beziehungsweise ich habe zweimal den Hauptrumpf. Und zwar einmal haben wir den etwas weiter ausgeschnitten für die Verwendung der Maschinenkanone und einmal halt ohne. Und wir gucken uns den halt im Detail jetzt mal an und die Panels, die sind schön tief gezogen. Das heißt, wir können dann nachher ordentlich mit dem Wash arbeiten. Man erkennt auch einzeln die Nieten an den Blechstößen. Das gefällt mir sehr gut. Und hier auch die Wartungsklappen. Auch das ist sehr schön. Flash haben wir keinen. Auswerfermarken haben wir auf der Innenseite. Und hier haben wir auf der Innenseite noch angedeutet Leitungen, kleine Steuerelemente. Da muss man dann später sehen, inwiefern man diese durch fotogeätzte Teile ersetzt oder sie erhalten bleiben. Hier haben wir den nächsten Gießast wieder mit den Rumpfhälften, was ich sagte. Wir haben verschiedene Nasen oder Abdeckungen der Maschine mit den einzelnen Bugbewaffnungen. Und hier haben wir auch diesen obligatorischen Dackelbauch. Das ist ein erweiterter Kraftstofftank für die Langstreckenversion. Und hier sind einmal die Mündungsklappen von den Bordkanonen offen. Hier auch beides offen dargestellt. Ich denke mal, das wird für die unterschiedlichen Kaliber sein. Dann haben wir hier die Aufnahme
für die Bomben. Auch hier erkennt man sehr schön Details der Trageklammern, sage ich mal. Die haben einen einfach gehaltenen Sitz. Und ja, auch hier an den Leitwerken haben wir keine Auswerfermarken dort, wo Struktur ist. Das ist sehr schön. Der Kunststoff selber ist ja wertig, kennt man von Eward in gewohnter Qualität. Und hier geht es weiter. Hier haben wir Klappen, Innenraumdetails, die anzeigen. Das Anzeigenbrett, das ist hier schon glatt gehalten. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, weil ja fotogeätzte oder bedruckte Fotoätzteile dran kommen, oder ob das für Deckels vorgesehen ist, ich weiß es nicht, aber es ist schön, es spart uns eine Menge Schleifarbeit. Wir haben leichten Flash an den Spinnern, an den Spinnerkappen hier und an den Rotorblättern. Das ist aber nicht schlimm, das hält sich noch so weit in Grenzen. Und ja, die Struktur in den Reifen selber könnte etwas tiefer sein, weil wir haben hier zweigeteilte Reifen. Und wenn wir die Klebekante danach versäubern, muss man auch das Profil dann dementsprechend dort, wo man schleift, einmal eben ringsherum nachschneiden. Ja, ist nicht schön, aber es gibt weitaus Schlimmeres. So. Der nächste Gießast in der Runde, das sind die Tragflächen oben und unten. Mit, hier haben wir noch Antennen dran. Auch dort, ja, schöne Struktur. Hier haben wir die Einbuchtung für das Fahrwerk. Kann man nicht meckern. Also das ist ein schöner Standard, sag ich mal. Und auch hier die, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Die Nieten rein. Sie hätten für mich persönlich etwas tiefer sein können, da die Gefahr besteht, dass man sie nach dem Lackieren verliert. Aber egal. So, jetzt kommt der zweite Beutel mit den feineren Teilen. Und hier haben wir auch Cockpit-Armaturen, diverse Armaturen, die hier schon geprägt sind, wenn man es bemalt oder wenn man mit Deckels arbeitet. Hätte mich auch stark gewundert, wenn in einem Eduard-Bausatz nur die glatte Platte vertreten wäre. Ja, auch hier die Motorgondeln sind sehr, sehr schön. Hier sind die Nieten etwas tiefer, das gefällt mir besser. Und auch hier keinerlei Flash, Auswerfer innen drinne. Das ist ja wünschenswert. So, jetzt kommen die Filigranteile und das gefällt mir auch wieder mal hervorragend. Wir haben die Maschinenkanonen, wir haben die Magazine, es sind Antennen angedeutet, Fühler, also alles, was das Herz begehrt an feinsten filigranen Sachen. Es ist sauber gegossen, also dieser Gießast hier, der ist, der hat keinerlei Flash, also nicht so wie jetzt die Nasen. Angüsse selber sind auch sehr klein gehalten. So muss das auch sein. Und dadurch, dass die separat verpackt waren, sind die Teile auch sehr, sehr gut geschützt. Wenn ich mir jetzt auch hier die Pedale vom Cockpit angucke, wunderbar. Also da gibt es nichts dran zu meckern. So, und hier haben wir Teile der Zusatzbeladung. Wir haben kleine Bomben, wir haben Außentanks, wir haben, das müssten hier diese ungelenkten Raketen sein. Ja, das sollten hier so kleine, ich glaube, das sind kleine 50 Kilo Bomben, das sind 250 Kilo Bomben plus Außentanks. Ja. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, dieses Flugzeug zu bewaffnen, darzustellen. Sehr schön. So, hier ist nochmal ein Gießass mit Fahrwerksteilen, kleinen Gestängen, Antennen. Aber auch hier brauche ich nicht ins Detail gehen. Das sieht sauber aus. Wir haben keinen Flash dran. Wir haben kleine Angüsse.
Hundertprozentig, so macht man das. Ja, und hier ist das kleine Schmankerl an diesem Bausatz. Und zwar, wir haben hier wirklich Figuren. Und das war 1, 2, 3, 4, ich glaube 5 Figuren können wir da zusammenbauen. Eine Werkbank ist dabei. Wir haben Werkzeug, wir haben eine kleine Bombe, die da liegt. Wahrscheinlich kann man das so darstellen, als würde die gerade montieren. Und ja, das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn man das Flugzeug oder das Modell seiner Wahl diesbezüglich noch in Szene setzen kann. Und auch die Figuren, die sind okay. Also dafür, dass sie in dem Bausitz enthalten sind, ist das, da kann man nicht meckern. Also wir haben hier Mechaniker im Overall. Wir haben hier einen, das scheint ein Pilot zu sein, das andere auch, der hat auch eine Pilotenjacke an. Wir haben 6 Köpfe dabei, 6 verschiedene in 1 zu 48. Und ja, ein bisschen Kleinkram. Und wer das alles nicht verbaut, also der und viele 1 zu 48er Modelle baut oder sich darauf spezialisiert hat, der wird den ganzen Rahmen mit ziemlicher Sicherheit verwenden können. Hier haben wir die Klarteile der Kanzel ja, für die diversen Versionen, die wir darstellen können. Sind sehr, sehr schön gegossen, Angüsse klein gehalten. Die Kanten sehr scharfkantig, was das Maskieren nachher erleichtert. Und auch hier. Und hier auch. Also das sieht sehr gut aus hier. Das Frontglas, die Visiereinrichtung, Seitenscheiben. Alles sehr schön. Also bei den Klarteilen, da braucht man sich auch nicht beschweren. Also die sind auch sehr transparent. Also wenn ich eine Hand hinterhalte, ich kann die Details meiner Hand kann ich dahinter erkennen. Auch hier, auch wenn sich hier das Teil schon anfängt gleich zu lösen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht verloren geht. Dann haben wir die Beutel mit dem Zubehör. Also hier sind die Masken. Da brauche ich nicht näher drauf eingehen. Das ist wie Tamiya-Tape oder wie Maskiertape, mit dem Unterschied, dass das schon vorgestanzt ist, dass wir das Flugzeug dann dementsprechend oder die Kanzel maskieren können. Ich kann diese von Eduard, diese vorgefertigten Masken, kann ich jedem nur ans Herz legen, weil die sparen eine ganze Menge Zeit und Nerven. Klar kostet das immer einen Euro, wenn man sich die kauft, aber das lohnt sich. Und hier in diesem Bausatz sind sie dabei, also noch besser. Dann haben wir die fotogesetzten Teile, und zwar die bedruckten Teile für das Cockpit. Das ist auf jeden Fall immer eine Aufwertung von einem jeden Modell. Wir haben die Gurte geätzt, gefällt mir sehr gut. Und hier haben wir noch Teile vom Exterieur. Wir haben hier einen NG-Gurt. Wir haben hier die Werkzeuge, die Mechaniker verwenden, die Pedale nochmal. Oh ja, das ist sehr schön. Das macht Spaß, schon sich das anzugucken. So, und hier haben wir einen Beutel mit Resinteilen. Und zwar ist das hier die Verkleidung sowie die 30 mm Bordkanone. Das weiß ich, das sieht mir aus wie ein Teil vom Sitz. Das sind, könnte ein Feuerlöscher sein oder könnte zwei Feuerlöscher sein. Das hier weiß ich jetzt nicht so. Und das ist die Aufnahme, die in den Rumpf kommt von der Bordkanone. So, dass Resinenbauteile bei einem Modell enthalten sind, ist natürlich auch nicht immer selbstverständlich. Aber das ist so eine kleine Besonderheit an den Limited Editions von Eduard. Also da ist echt immer viel reingepackt. Und da fällt einem so die Auswahl immer schwer, was man bauen möchte. Ja, hier haben wir den Nickelbogen mit den gedruckten Cockpit-Details nochmal. Wir haben die Balkenkreuze, die Swastikas, die Hakenkreuze, die fertig gedruckt sind. Die dürfen natürlich nicht hier in Deutschland auf dem Modell. Deshalb ist das hier weggeschnitten. Hier sind sie nochmal als Schiebebild zum Zusammenbauen dabei. Bedenkt aber, dass ihr die zwar drauf machen könnt,
aber dann dürft ihr das Modell nicht in der Öffentlichkeit zeigen, dann müssen sie wieder unkenntlich gemacht werden. So. Und über Sinn und Unsinn braucht man sich natürlich nicht unterhalten. Und das ist auch nicht Thema dieser Vorstellung. Ja, hier haben wir diverse Flugzeugkennungen, Flugzeugmarkierung. Ich lasse den hier mal drin, weil wir eben schon auf die anderen Decals eingegangen sind. Und ja, wer sie nicht alle braucht, hat auf jeden Fall dann was für seine Restekiste. Markierung in 1:48, aber ja, es ist reichhaltig, sag ich mal. Also man ist so ein bisschen überflutet von den Möglichkeiten, die man hat. Ja, das war so der Inhalt der Box. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Und jetzt gucken wir uns die Anleitung im Speziellen an. So, die Anleitung selber, die ist wie so ein Hochglanzmagazin aufgemacht. Ist im DIN A4 Format. Wir haben hier etwas zur Geschichte der 110 im Einsatz um die Luftschlacht um England. Den sogenannten Adlertag. Alles in Englisch gehalten. Wir haben hier noch mehr Geschichte. Und wenn man so will, so leichte Referenzbilder. Da hat man schöne Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo man dann hier vom Cockpit sieht, hier, wo eine Maschine gerade betankt wird. Hier unten in dieser Dackelbauch-Variante, wo hier unten noch dieser Zusatztank mit dran hängt. So, und dann geht es auch schon los mit dem Bausatz selber oder mit der Montage. Und dort wird dann auch gleich gezeigt, welche Baugruppen oder welche Teile wir in den Gießästen nicht brauchen. Wir haben hier die Farbangaben. Die Farbangaben sind einmal Gunzefarben und Mischemodelsfarben. Wer damit nicht firm ist, muss entweder, oder wer diese Farben nicht hat, muss dann gucken, dass er dementsprechend die Farben dann in einem Konverter umrechnet in Tamiya, Revell-Farben oder Amorph-Mic-Farben oder was es alles gibt. Wir haben hier auch sonst noch den ganz normalen Farbcode. Was ist es? Blau, braun, matt-weiß, matt-schwarz, holzbraun und ganz wichtig wird es dann bei der Lackierung, wenn wir hier mit ELM-Farben arbeiten, da guckt man dann halt bei ja, Alternativen, die man dann vielleicht hat, dass man dann nach den ELM-Farben arbeitet. Ja, gut, so, und jetzt geht es hier gleich los und mit dem Bauschritt. Und da muss man hier gucken. Hier haben wir Marking L. Da kommen wir gleich nochmal eben zu. Das sind ja die einzelnen Versionen, die wir bauen können. Und wenn wir die in den Rumpf zusammenkleben, müssen wir halt, wenn wir uns für L entscheiden, also da muss man vorher mal gucken, was man bauen möchte, weil das muss rausgetrennt werden. Ja, und dann ist auch hier immer schön gezeigt, ne, A und B. Hier handelt es sich um Fotogerzenteile, weil PE davor steht und dann die Nummer. Und hier haben wir Kunststoff, das in dem Gussrahmen J sitzt. Und ja, hier muss man, was ich vorhin gesagt habe, muss man die Oberfläche plan schleifen, damit man das Fotoätzteil raufsetzen kann, wenn man denn möchte. Ganz wichtig. So, und hier ist der Hinweis nochmal, dass die Cockpitfarbe in den frühen Versionen ELM 02 war und in den späteren Maschinen ELM 66. So, aber die Ausführungen hängen auch vom Hersteller ab. Die Instrumenten waren aber allerdings immer in ELM 66. Und bei dem bei der 110 Ausführung D war das alles schon in RLM 66 und bei der Ausführung C halt kann das auch 02 gewesen sein. Wichtig, also wer so ein bisschen detailverliebt ist. Finde ich aber gut, diesen Hinweis. Also das spart einen einigermaßen die Recherchearbeit. So, hier geht's weiter mit dem Cockpit. Die ganzen Fotoerzählen hier auch den Hinweis gleich in Rot, nicht kleben. Die Montage der Waffenanlage, die Bodenplatte im Cockpit selber mit den Magazinen, hier haben wir, das müsste die Funkanlage sein, jede Menge Decals, hier sind die Reservemagazine. Hier gar nicht wahr, das war
Das waren nicht die Reservemagazine, das waren die Magazine von der Waffenanlage. Muss man genau gucken, weil wir haben ja auch die Möglichkeit hier noch, glaube ich, schräge Musik. Also schräge Musik ist eine Maschinengewehre, die schräg nach oben, wo das Flugzeug dann unter dem Bomberverband fliegen konnte und dann schießen konnte. Hier haben wir die Ersatzmagazine für den Wortschützen, / Funker. Und dann geht's weiter. Und ja, sehr, sehr filigrane Teile. Also wir müssen den Trageriemen vom Magazin macht man als Fotogadget-Teil. Das Visier vom Maschinengewehr kommt als Fotogadget-Teil. Und wenn man sich hier die Hauptbewaffnung anguckt, da geht schon ein bisschen was an Detail rein. Und hier haben wir wieder die Maßnahme, dass wir für die Version L, dass wir hier was rausschneiden sollen dort, weil da wahrscheinlich die Bordkanone reinkommt. Auch hier steht man wieder vor der Qual der Wahl, welche Markierung man, welche Version man baut. Ne? A, C, D, E, F, G, J, K, kriegt das Maschinengewehr. B, H, I und L haben halt diese Aufnahme. Jo. Und hier, das ist jetzt nicht so besonders, vieles ist selbsterklärend. Mit den Konstruktionsschritten. Ne? Natürlich ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wer noch nie Eduard gebaut hat. Aber ich persönlich mag diese Anleitung, weil die sind doch recht selbsterklärend. Und halt immer der Hinweis, um welche Version man machen möchte. Deshalb haben wir auch so viele Kanzeln dabei. Und dann noch die Möglichkeit, offen oder geschlossen. Hier ist dieses kreisrunde Teil. Das war das Trommelmagazin von der 30mm Kanone. Und das ist dann halt Marking L only. Haben wir dann wirklich hier die 30mm Kanone, die man dann hier optional unterbaut. Entweder mit Verkleidung oder ohne Verkleidung zu Wartungszwecken. Oder halt hier Version D als Dackelbau, dann mit den Bomben und dann geht es dann auch schon weiter mit den Figuren. Dann haben wir hier den Piloten oder Offizier, sagen wir mal, der die Hände in der Hosentasche hat oder Jackentasche, dann ein Mechaniker, der ein Maschinengewehr trägt, den Tisch, ein Mechaniker, der so ein MG-Gurt geschultert trägt. Noch ein Offizier, ein Mechaniker, knien am Schrauben. Nee, gar nicht wahr. Die munitionieren. Guck mal. Der kniet, der andere steht. Und die munitionieren halt einen MG-Kasten für die Maschine auf. Und hier haben wir nochmal drei Bomben, die in so einem Tragegestell oder Transportgestell liegen. Die kann man dazu legen. Und dann geht es hier weiter mit der Beschreibung, was welche Maske oder wo welche Maske hingeklickt werden soll. Gut, so, und nun haben wir die Optionen der Maschinen. Ne, alphabetisch durchnummeriert. A, das ist eine 110C. Steht denn hier, wer die geflogen hat, in diesem Fall Hauptmann Horst Linsberger. Und wo die eingesetzt worden, ein bisschen Geschichte dazu. Das gleiche ist die Division B, C und hier haben wir halt die Besonderheit, ne? Also die Division D, die hat halt diesen Dackelbauch, diesen Unterbau. Und entscheidend ist es noch signifikant. Genau, hier bei der Version K, das ist dann hier die als Erdkampfversion, die 110D, da hängt die Bombe unter. Und dann haben wir hier
die Version L, die C6, die hat dann die Maschinenkanone untergebaut. Und zu guter Letzt eine Übersicht der Stencils, also sprich die Markierungen an dem Flugzeug, die alle Maschinen haben. Und das war's dann. Ja, mein Fazit zu dieser Box von Eduard. Also das ist wieder fantastisch. Ein bisschen irreführend. Man könnte meinen, da sind zwei Maschinen drin. Nein, das handelt sich um ein Modell. Aber was man in zig Varianten bauen kann. Und jetzt haltet euch fest, diese Box kostet mit dem ganzen Zubehör gerade roundabout 30 Euro. Also 31,50 bei Modellbau König zum Beispiel. Und ja, ich kann euch nur sagen, also dieses Ding, das ist eine klare Kaufempfehlung. Und da es sich um eine Limited Edition handelt, sind sie beim Erscheinen relativ günstig. Also 31,50 mit dem, was dabei ist, das ist geschenkt. Und wenn die dann halt vergriffen sind und man sie bei eBay kaufen muss, bezahlt man ein Vielfaches. Also wer jetzt Bock auf so eine Maschine hat, der schlägt dazu. Da kann ich eine ganz klare Kaufempfehlung geben. Wenn man sich das alles einzeln zusammenstellt, schon alleine mit den Figuren und den PE-Teilen, da ist man drüber. Und man hat natürlich die Qual der Wahl, was man denn letztendlich baut. Ich glaube, das ist das Schwierigste am ganzen Bausatz, dass man sich am Anfang entscheiden muss, welche Version es denn letztendlich sein soll. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Tolles Modell, tolle Option, tolle Möglichkeiten, da auch ein Diorama darzustellen und das ganze Flugzeug zu Wartungszwecken zu zeigen. Ja, 1:48 ist sowieso die Königsklasse im Flugzeugmodellbau, meiner Meinung nach. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, 72 ist das Maß der Dinge, aber die Art Attack Edition gibt es auch in 1:72. Kostet ja nicht ganz so viel, aber ist auch eine Spur kleiner. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Inbox-Review gefallen. Es hilft euch bei der Kaufentscheidung. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn dann. Ciao, ciao.